Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Heute wollen wir neben unserem Fußballplatz ein neues Vereinsgebäude bauen. Unsere Spieler, die haben die ganze Zeit auf dem Rasen kampiert. Damit ist denn heute langsam mal Schluss. Natürlich ist unser Vereinsgebäude innen drin noch ein bisschen leer. Das hat damit zu tun, weil ich noch nicht genau weiß, was ich mir da reinbauen will. Da hoffe ich mal einfach mal auf eure Mithilfe. Schreibt gerne in die Kommentare heute, was soll in das Vereinsgebäude alles rein? Was muss da rein, damit sich unsere Spieler wohlfühlen und sich perfekt auf das nächste Spiel vorbereiten können? Die besten Kommentare nehme ich dann natürlich zum Einrichten einfach mal als Beispiel mit rein. Von daher schnappen wir unsere Blöcke und dann geht's los. Für den Anfang holen wir uns wie immer erstmal ein paar Blöcke raus. Was brauchen wir denn heute? Also, wir holen uns ein bisschen Beton raus. Einmal rot, schwarz und weißen Beton. Denn polierte Schwarzsteinstufen, davon bitte nochmal die Treppenform. Man kann aber auch gerne andere schwarze Treppen und Stufen nehmen, was da halt so gefällt. Wir haben ja eine große Fläche an Treppen und Stufen ja gekriegt im letzten Update. So, dann holen wir uns auch gemeißelte Sandsteinblöcke raus. Am besten den halt hier mit diesem Creeper-Bild oder Creeper-Kopf. Dann holen wir uns noch Sandsteintreppen. Davon bitte nochmal die Stufen und diesmal nicht diese glatten, sondern wirklich da, wo wir auch, sag ich mal, hier so ein bisschen dieses Sandsteinmuster sehen. Und dann holen wir uns noch zum Schluss rote Nederziegelstufen raus. Wie fangen wir denn jetzt hier am besten an? Ich würde mal sagen, ich lege los erstmal mit einer Ecke, uns die vorzuzeichnen. Das heißt, wir nehmen unseren roten Beton einmal zur Hand. Und dann setze ich mir jetzt hier auf eine Ecke an sich jetzt erstmal vier Blöcke hin. So, weil wir eine Ecke bauen, heißt es, in jede Richtung sind dann hier insgesamt vier Blöcke. Dann lassen wir einmal fünf Blöcke Platz. Wir setzen einmal rot, einmal schwarz und einmal rot wieder hin. Dann lasst ihr wieder fünf Blöcke Platz. Jetzt nehmt ihr dann hier dreimal euren schwarzen Beton einmal hin. So, dann biegen wir wieder zur Seite ab. Lasst dann vier Blöcke Platz, einmal schwarzen Beton hin, zwei Blöcke Platz lassen, wieder schwarzen Beton hin und dann wieder vier Blöcke Platz, dreimal schwarzen Beton hin, fünf Blöcke Platz, einmal rot, einmal schwarz, einmal rot, fünf Blöcke Platz und dann kommen wir auf die nächste Ecke an. Das heißt, hier haben wir wieder vier Blöcke zu jeder Seite. So, ich gucke mir das Ganze nochmal von oben an. Das sieht doch ganz schick aus. Jetzt wollen wir natürlich noch gleich die Seiten einmal nachziehen. So, jetzt lassen wir einfach, wenn wir jetzt nach hinten gehen, drei Blöcke Platz, einmal rot, schwarz, rot hin, so, dann wieder einmal Platz lassen, einmal schwarz, zwei frei, einmal schwarz. So, ein frei, dann heißt wieder rot, schwarz, rot, drei Blöcke Platz lassen, dann kommt wieder die Ecke hin, vier Blöcke hier und vier Blöcke auf dieser Seite. Jetzt fliege ich einfach mal zur anderen Seite, hier ziehen wir es einfach mal synchron hinterher und Rückseite ist ja genau wie auf der Vorderseite. So. Wie waren das? Drei Blöcke Platz, dann wieder rot, schwarz, rot. Einmal Platz, schwarz, zwei Blöcke Platz, schwarz wieder hin. Einmal frei, rot, schwarz, rot. Drei Blöcke Platz lassen, viermal rot. So, und auf der Rückseite auch, dass wir hier vier Stück haben. Tja, und Rückseite genau wie vorne, aber wir machen es nochmal zusammen. Also, von unserer Ecke fünf Blöcke Platz lassen, rot, schwarz, rot. Wieder fünf Blöcke Platz lassen, dann setzen wir hier so dreimal schwarz hin. Vier Blöcke Platz, einmal schwarz, zwei Blöcke Platz. Wieder einmal schwarz, vier Blöcke Platz und wieder unseren Dreier schwarzer hin. So, dann hier wieder fünf Blöcke Platz, dann wieder rot, schwarz, rot und wieder fünf Blöcke Platz. Und dann kommen wir hier perfekt auf die Ecke an. So, ich stelle mich noch einmal kurz hier einmal drüber hin, wer sich das gerne immer anhalten möchte. Tja, andernfalls innen drin die Fläche, das müsst ihr euch erstmal noch nicht so orientieren. Dazu kommen wir noch, wie wir es uns das innen drin machen. Jetzt wollen wir erstmal draußen das Ganze hochziehen. Und zwar machen wir das Ganze auf 13 Blöcke hoch. Aber nicht komplett, sondern nur unsere roten Betonblöcke. Das heißt, auch hier, wo wir diesen einen schwarzen in der Mitte haben, setzen wir auch schon auf 13 Blöcke einmal hoch. Alles weitere, was wir jetzt hier so haben, diese schwarzen, also nur diese schwarzen Bereiche hier, die lasst ihr einfach mal so, wie sie erstmal sind. Die ziehen wir auf ein anderes Maß. Aber alles andere auf 13 Blöcke hoch. Jetzt müssen wir natürlich wieder zählen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kann das natürlich wieder ein bisschen dauern, wenn wir hier alles auf 13 Blöcke hochziehen wollen. Es macht sich natürlich immer gut, dass ich ja hier ein bisschen zaubern kann. Von daher ziehe ich jetzt erstmal nur den einen hier mit euch zusammen hoch. So, schön auf 13 Blöcke insgesamt. Und dann stelle ich mich vorne einmal hin und ziehe mal den Rest noch hoch. So einfach kann es gehen. Tja, wenn man zaubern kann wie ich. So, bei mir habe ich das Ganze jetzt erstmal so weit hochgezogen. Jetzt wollen wir natürlich noch Vorderbereiche und an den Seiten halt in der Mitte das noch machen. So, das heißt, wir nehmen jetzt unseren schwarzen Beton und bei schwarzem Beton, da kann man das immer so ein bisschen schlecht sehen, weil das halt, ja, alles miteinander so ein bisschen verschmilzt. So, das Ganze machen wir jetzt auf Vorder- und Rückseite auf insgesamt 5 Blöcke einmal hoch. Wenn wir dann beide Seiten auf 5 Blöcke hoch haben, fliegen wir jetzt an unsere Seiten, und zwar in der Mitte. Hier wollen wir das Ganze nicht auf 5 Blöcke hochsetzen, sondern nur auf 1, 2, 3, 4 Blöcke insgesamt. So, eine Seite ziehe ich einfach mal hinterher.
Wenn wir denn das hier auch auf 4 Blöcke haben, fliegen wir jetzt wieder, würde ich sagen, auf unserem Anfangbereich, wo wir jetzt die Säulen hochgezogen haben. Und zwar möchte ich mir das Ganze noch überstehen lassen, um so etwa 2 Blöcke. Das machen wir komplett hier bei jeder Strebe, die wir haben. So einfach 2 Blöcke nochmal nach außen weg. So, ich bin wieder einmal rumgeflogen hier. Überall ist es jetzt hier 2 einfach mal überstehend. Tja, jetzt wird es langsam Zeit, dass wir jetzt auch den Innenbereich uns langsam vorzeichnen, weil der Innenbereich wird, sage ich mal, unsere mittleren Flächen, die wir ja überall frei haben, natürlich jetzt zufüllen. So, da fangen wir einfach mal an mit unserem weißen Beton, um uns das Ganze auch vorzuzeichnen. Wo fangen wir am besten an? Ich würde mal sagen, wir fangen einfach an der Seite einfach mal an. Ist komplett auf beiden Seiten gleich. Also, ihr könnt es auch spiegeln. Also, von daher, egal auf welcher Seite ihr anfangt. So. Jedenfalls hier auf der Seite fliegen wir jetzt einmal in den Innenbereich. Da fangen wir auch wieder an der Ecke am besten an. So, da setzen wir jetzt in der Ecke natürlich unser weißes Beton. Wo wir natürlich jetzt frei haben, lassen wir es immer noch frei, weil das werden natürlich später Fenster werden. Das heißt, wir können jetzt hier erstmal überall weißes Beton hier einmal hintersetzen. Aber nicht wirklich überall, sondern bei unseren Eingängen, die wir hier haben, hier von dieser Zweierbreite, da hinterlassen wir es einfach mal, ja, einfach schwarz, weil, ja, das wird ja später noch die Tür werden. So. Jetzt haben wir natürlich hier diese Dreierstrebe, so. Dahinter natürlich Dreier weißer Beton und jetzt sehen wir mal. Setzen wir jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mal hier einfach mal weißen Betonblock einfach mal da hinten einmal ran. So, auf der anderen Seite auch nochmal. Dann lassen die 3 Blöcke Platz für den Durchgang. Da setzen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke hin. 2 Blöcke überstehen lassen. Dann sollten wir hier perfekt das Ganze einmal rüberziehen hier. Zu unserer Dreierstrebe hier von unserem schwarzen Beton. Andere Seite auch nochmal. Einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke hin. 2 überstehen lassen und dann verbinden wir das hier einfach mal. Auf dieser Fläche natürlich können wir auch hier wieder einmal zack unser weißes Beton einmal hinsetzen. Andere Seite ziehe ich mal hinterher. Ja, dann haben wir schon die Hälfte fertig. Jetzt müssen wir das Spiel nochmal auf der anderen Seite bauen. Das also hier fange ich am besten erstmal so an, hinter jedem Träger. So, oder hinter jeder Säule, die wir hier haben. Erstmal meinen Beton zu platzieren. Wenn ich das dann hier auch wieder geschafft habe, setzen wir wieder bei unseren Dreier hier einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Blöcke einmal ran. Dahinter dann wieder 3 Blöcke Platz lassen. Wieder 6 Blöcke hin, 2 überstehen lassen und das Ganze hier wieder zack, einmal zu unserer schwarzen Säule hin. So, andere Seite auch, 3 Blöcke Platz, 6 Blöcke hin und wieder einmal rüberziehen hier. Jetzt möchte ich mir natürlich diese innere Fläche nicht jetzt komplett mit weißem Beton hochziehen, sondern ich möchte mir hier so eine kleine Tapetenfarbe machen. Weil wir das Gebäude jetzt von draußen natürlich auch rot haben, wäre es ganz cool oder auch optisch passend, wenn wir darauf jetzt einfach mal 2 weitere Reihen von unseren roten Beton jetzt drauf platzieren. Und ich weiß, es kann jetzt wieder ein bisschen dauern hier, bis man überall diese 2 Reihen und weißen Beton sich drauf platziert, von daher würde ich sagen, zauber ich hier wieder ein bisschen und dann ist bei mir das wieder fertig. Was machen wir denn jetzt als nächstes, nachdem wir jetzt unseren roten Beton drauf platziert haben? Ich würde mal sagen, jetzt nehmen wir einfach mal den weißen Beton und können jetzt wieder ein bisschen was machen. Und zwar setzen wir jetzt hier drauf noch 2 weitere Reihen davon. Dann haben wir insgesamt jetzt hier eine Wandhöhe von 5 Blöcke. Ganz passend, weil wir wollen ja auch, sage ich mal, nicht zu eine niedrige Decke haben. Da macht sich sowas immer ganz gut. Normaler Fall sage ich ja immer so, 4 Blöcke sollte Minimum eine Decke sein. Jetzt haben wir natürlich hier so ein Vereinsgebäude. Und da können wir ruhig ein bisschen, natürlich ein bisschen in die Höhe bauen. Müssen nicht alles so niedrig machen. Von daher 5 Blöcke, wunderbar. Ja, jetzt dauert das natürlich auch wieder, bis ich mir das hier einmal hochgezogen habe. Von daher zauber ich wieder hier ein bisschen. Jetzt kommt natürlich wieder die Frage, ist euch das jetzt hier wieder ein bisschen zu schnell, dass ich das immer so zauber? Aber an sich, ich meine halt inwendig, sich jetzt hier die 2 weißen Betonblöcke noch aufzusetzen, ist ja nicht allzu schwer, oder? Da sonst einfach kurz Video anhalten. Ne? So, jetzt geht es natürlich weiter, dass wir jetzt so langsam anfangen, auch die Zwischenwände zu befüllen. Oh, guck mal, da sehe ich gerade, habe ich ein bisschen geschlüdelt. Hier fehlen noch 2 weiße Blöcke. So, jetzt passt das. Wir fangen am besten auch wieder hier an der Seite einmal an. Und zwar, wir haben hier eine Wandhöhe jetzt von insgesamt 5 Blöcke. Jetzt werden wir an den meisten Teilen jetzt hier die letzte 5. Reihe einfach mal zuziehen hier. Das können wir hier eigentlich so gut wie überall machen, außer auf der Vorder- und Rückseite in der Mitte. Muss ich hier selber nochmal gut schauen, wo das ist. So, also sagen wir mal Vorder- und Rückseite hier bei der Mitte, wo wir, sage ich mal, hier unsere 5-mal schwarzen Beton haben. Da heißt natürlich jetzt nicht, dass ihr euch jetzt hier das hier einmal so rüberzieht. Machen wir nicht. Denn hier macht ihr das Ganze dann einfach, sage ich mal, ab der 6. Höhe könnt ihr euch dann einfach glatt rüberziehen. Ist aber auch nur wirklich auf der Vorder- und Rückseite hier bei unserem schwarzen Bereich. So, überall woanders hier könnt ihr schon gleich ab der 5. Reihe anfangen. Ihr könnt es euch natürlich auch einfach machen, dass ihr im Innenbereich euch das erstmal ab der 6. Reihe komplett einmal ringsrum zieht. Da muss man vielleicht dann nicht so ein bisschen gucken. So, zack, 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 zack. Einmal ringsrum, ab der 6. Höhe alles rumgezogen. So. Das heißt natürlich, jetzt hier gucken wir einfach mal an den Seiten. Na, da setzen wir überall dann hier, ab der 5. Reihe war das ja, ne, so hin, dass wir hier an sich hier nur 4 Blöcke Platz haben.
Da ziehe ich mir das natürlich hier einmal lang. So, wunderbar. Nee, Vorderseite habe ich schon. Okay. Wenn wir das dann soweit haben, nehmen wir jetzt einmal unsere polierten schwarzen Stufen. Und zwar immer jetzt hier. Ab diesem fünften Block, den wir hier oben lang gezogen haben, könnt ihr jetzt hier einfach mal eine Stufenreihe lang ziehen. Auch an den Seiten machen wir das einfach mal. So, hier einfach mal schön entspannt einmal lang. Bei mir habe ich jetzt einmal meine Stufen jetzt hier an den Seiten komplett einmal lang gezogen. Da kommen wir auch eigentlich gleich mal dazu, hier wirklich bei den Seiten, nochmal bei unserem Durchgang hier, ab dem dritten Block dann einfach mal da oben auch nochmal eine weitere Stufenreihe lang zu setzen, dass wir theoretisch hier noch denn eine Glasreihe reinsetzen können. Ne? So, ich fliege gleich mal separat zur anderen Seite, da ziehe ich mir das natürlich gleich mal hinterher. So, dritter Block, Stufen hin. Vorder- und Rückseite, wo wir natürlich auch den Eingang haben, machen wir das auch nochmal. Gleiches Spiel, weil die Türen werden alle das gleichen Durchmaß haben. So, das heißt, auf der anderen Seite ziehe ich mir das auch nochmal hinterher. So. Ab den dritten Block dann einfach die Stufen hin. Jetzt wollen wir auch gleich Vorder- und Rückseite auch noch ein bisschen weiter bearbeiten. Das heißt, wir nehmen jetzt mal unseren schwarzen Beton und den wollen wir jetzt hier einmal ringsrum ziehen, sodass er auch wirklich einmal so ein bisschen hier übersteht. Zur anderen Seite geht es natürlich hier auch wieder einmal hin. So, jetzt können wir an den Ecken einfach mal hier so einen roten Block einmal hinsetzen. Auf der anderen Seite auch nochmal roter Block. Dann nehmen wir unsere schwarzsteilen Stufen und Treppen. Ich würde mal sagen, jetzt hier einfach mal setze ich mal... Ja, wir können hier ruhig eine Treppe einmal ansetzen. Oder einen Block. Man könnte auch einen Block machen. So, dann setzen wir hier darunter die Stufen einmal hin. Hier an der Ecke beim roten Betonblock setze ich mir dann noch eine rote Niederziehstufe hin. Ich finde das optisch ganz gut. Aber man könnte auch durchziehend halt diese schwarzen Stufen nehmen. Aber naja, das ist ja wieder so ein bisschen Geschmackssache. Und jetzt hier an der Ecke, ich weiß nicht, da kann ich mich auch noch nicht so richtig entscheiden, ob man jetzt einen Block nimmt oder einfach eine Treppe. Muss man gucken, was einem so ein bisschen besser gefällt. Aber ich glaube, ich nehme mir einfach mal einen Block. So, und in der Ecke hier, zack, nochmal eine Stufe unter. Auf der anderen Seite ziehe ich mir natürlich auch nochmal hinterher. Also jetzt erstmal in den Seiten jetzt zack, einmal überstehen lassen hier eine Reihe. Dann tausche ich mir vorne die Decken natürlich noch aus mit einem roten Betonblock hier einmal. So, wunderbar. Und dann setzen wir runter natürlich noch eine weitere Reihe hier von unseren Stufen. Jetzt hatte ich gerade eben noch geguckt hier bei meinem Vorbau, wie ich das hier an der Seite hatte. Und da habe ich mir doch so gemacht, dass ich doch hier hinter einem Block mache und davor dann noch eine Treppe, um das noch ein bisschen hervorzustehen. Finde ich, das sieht doch gut aus. Ja, das kann man ruhig machen. Also hier an den zuersten Block hin und davor eine Treppe hin. Das hebt das Ganze doch noch ein bisschen mehr ab. Ziehe ich auf der anderen Seite einfach mal hinterher. So, eine Treppe hin. Hebt das Ganze halt nur so ein bisschen noch hervor. Aber das ist, sag ich mal, nicht schlecht. Na gut, jetzt kommen wir natürlich wieder dazu, unsere Wände weiter hochzuziehen. Wir nehmen wieder unser weißen Beton und jetzt fangen wir, würde ich mal sagen, erstmal auf den kompletten Seiten an. Genau, dann machen wir erstmal hier komplett fertig. Denn Vorder- und Rückseite muss man noch ein bisschen was dazu bauen. Von daher lasse ich die erstmal offen. Aber an den Seiten da erstmal hier auf der Innenfläche ziehen wir unseren weißen Beton einmal komplett bis nach oben. Wenn wir das denn auch hier geschafft haben, bis nach oben zu ziehen, wollen wir unsere weißen Betonblöcke natürlich jetzt hier bei den freien Flächen auch nochmal einmal überstehen lassen. Hier müssen wir natürlich dann drei Blöcke hinsetzen, weil die natürlich einmal so nach innen noch gesetzt sind. Aber das ist ja nicht so schwer, das kriegen wir ja hin. Und jetzt weißt du bestimmt auch wieder, was kommt. Jetzt haben wir natürlich die eine Seite so erstmal fertig. Das heißt, wir fliegen zur anderen Seite und ziehen die natürlich noch einmal hinterher. Sehr schön. So, jetzt habe ich beide Seiten dann erstmal so weit hochgezogen. Jetzt kommen wir natürlich auf Vorder- und Rückseite noch. So, da wollen wir noch ein bisschen was dazu bauen. Und zwar fangen wir erstmal dazu an. Dann können wir eigentlich den Rest alles eigentlich glatt hochziehen. Und zwar bei unseren, sage ich mal hier, späteren Balkons, die wir hier haben, können wir hier hinter jetzt einfach mal drei Blöcke mal weghauen. Und zwar setzen wir jetzt hier einfach mal eine andere Kombination hin. Schwarz, Rot, Schwarz, einfach mal gesagt. Dass wir das denn hier auch wieder einmal nach oben ziehen können und auch gleich einmal so nach vorne überstehen lassen. Das machen wir natürlich nicht nur auf einer Seite, sondern synchron dann auch auf der anderen Seite so einfach hier hinter. Wir sehen ja hier, wo unsere schwarze Strebe ist. Und setzen das dann hier auch wieder auf die gleiche Höhe einmal. Und was wir natürlich immer auf einer Seite machen, machen wir dann natürlich synchron auf der gegenüberliegenden Seite. Bei mir habe ich das jetzt soweit fertig. Der nächste Schritt wäre natürlich wieder unseren weißen Beton zu nehmen. Wir fliegen auf die innere Fläche und dann ziehen wir das Ganze einmal hier bei den Lücken komplett bis nach oben. Und wollen dann natürlich oben das Ganze auch wieder einmal überstehen lassen, also ziehen wir das hier vorne dann wieder auch einmal raus. Tja, das heißt wieder hier jede Menge Arbeit, die auf uns wartet. Auf der Rückseite müssen wir, oder auf der anderen Seite müssen wir das natürlich dann auch wieder hinterherziehen. Aber wir wissen ja, ohne Fleiß kein Preis, von daher wird hier wieder kräftig in die Hängende gespuckt, damit wir uns hier das Ganze schön ordentlich nach oben ziehen. Hiermit noch der letzte Block und dann bin ich hier einmal ringsrum fertig. Ho. So langsam erkennen wir schon unser Vereinsgebäude. Jetzt wollen wir natürlich noch auf der Vorder- und Rückseite noch ein paar Fenster reinhauen, und zwar auf der oberen Etage. Ich mache jetzt einfach mal an der Seite hier so, dass ich hier 1, 2, 3 mal weißen Beton noch habe. Und dann setze ich mir einfach hier so eine Zweierreihe einfach mal frei.
Gleich hier neben setze ich mir, würde ich mal sagen, mache ich mir das auf eine 4er Breite und 3er Höhe. Andere Seite auch nochmal. 4er Breite und 3er Höhe. Und in der Mitte haben wir noch so um die 2 Blöcke. Das passt ganz gut, wenn wir haben ja das Gebäude auch von der Mitte her auf 2 Blöcke. Und dann mache ich mir hier nochmal zur Seite nochmal so ein 2er oder ein 4er mal 2er Fenster rein. Okay. Tja, das wollen wir natürlich wieder auf der anderen Seite hinterher ziehen, damit das natürlich immer passt auf beiden Seiten. Und wenn wir es ja schon auf einer Seite haben, andere Seite sollte denn eigentlich noch viel einfacher sich das dann hinterher zu ziehen gehen. So, 2 Blöcke Platz lassen und hier wieder unser schönes Fenster einmal hin. Damit kann man dann auch später auf den Balkon gehen, wenn man möchte. Das kann man sich ja alles so ein bisschen basteln. So, wenn wir das dann hier wieder soweit fertig haben, geht es jetzt daran, dass wir auch noch unsere Vereinswappen uns einmal basteln. Und zwar auf der Vorder- und Rückseite haben wir natürlich jetzt hier noch freie Flächen, die wollen wir natürlich auch nutzen. Und das Logo ist eigentlich ganz einfach. Wir fangen erstmal unten an. Wir zählen 1, 2, 3 Blöcke. So, ab dem vierten einmal hier unseren polierten schwarzen Block einmal hin. Darauf dann einmal den Creeper-Block, darauf dann hier einfach mal einen Sandstein-Block. Daneben setzt ihr einfach 2 Stufen hin, 2 normale Treppen einmal dahin. So, daran könnt ihr dann hier einfach 2 umgedrehte schwarze Treppen hinsetzen und darunter dann einfach noch eine weitere Stufe. Fertig ist das Wappen. Die Form dieses Wappen könnt ihr aber jederzeit ändern. Zum Beispiel Treppen drehen, damit die andersrum sind. Ne, wen es gefällt, da kann man ein bisschen dran rumspielen. Ich lasse hier wieder unten einfach mal 3 Blöcke Platz. Schwarzer Block, gemeißelter Block und den Sandsteinblock. So, Seiten, Stufen hin, Treppen darunter, Treppen hier an den Seiten nochmal umgedreht und eine Stufe noch hier unten. Fertig. Schon ist das Wappen dran. Tja, das machen wir natürlich nochmal auf der anderen Seite synchron hinterher. Geht relativ fix, wenn man erstmal schon 2 sich gebastelt hat. So, bei mir läuft das hier alles schon von alleine. Tja, fertig, das nächste. 1 bleibt noch, das setzen wir natürlich hier auch nochmal hinterher. So, ganz einfach und schnell. Zack, schon entsteht hier unser Wappen. Die Farbe, Form kann man alles ändern, wenn man möchte. Jetzt bleibt natürlich nur noch eine Sache übrig, die wir nochmal ein bisschen verbauen müssen. Und zwar unsere rote Niederziegelstufen. Die setzen wir jetzt hier oben nochmal an unserer letzten Blockreihe einmal an. Ziehen wir auch wieder einmal ringsrum. Denn nach diesen Stufen heißt es wieder neues Blockmaterial, denn dann geht es so langsam ran für das Dach. Bei mir einmal ringsrum gezogen, das heißt, die Blöcke können wir mal wegtun. Denn weiter geht es ganz einfach. Na gut, ein bisschen bleibt halt erhalten. Also der schwarze Beton, rote Beton, der bleibt. Dazu kommt jetzt aber gelber Beton, Ziegelstufen. Gut, weißer Beton bleibt auch noch. Genauso wie polierte Schwarzsteintreppen. Na, die lassen uns auch nicht, die bleiben auch noch da. So. Aber dann holen wir uns noch Steinstufen raus. Die Farbe dieser Stufe kann man auch gerne ändern. Da musst du nicht unbedingt Stein nehmen, wirst schon sehen, wofür. Und dann holen wir uns noch Tageslichtsensoren raus. Eine kleine Dekosache fürs Dach. Das sind, sag ich mal, Solarplatten, die wir da oben verbauen können. Wir sind ja, sag ich mal, umweltbewusst. Und von daher gewinnen wir unseren Strom natürlich durch die Sonnenkraft. Keine Ahnung, wo die Sonne steckt, aber jedenfalls dadurch erhalten wir unseren Strom. Aber zuallererst bauen wir immer das Einfachste und zwar fliegen wir jetzt einmal auf die Seiten hin. Und zwar wollte ich mir hier gerne auch nochmal Logos basteln. So, jetzt haben wir natürlich jetzt hier eine Fläche von nur 3 Blöcken, ist ein bisschen zu eng für ein Logo. Dafür haben wir hier eine Fläche von insgesamt 6 Blöcken, das ist perfekt für noch ein Logo, dass wir uns das hier hinbasteln können. Da würde ich mal sagen, lasst hier unten nur 3 Blöcke Platz, oben haben wir dann nochmal 2, aber das macht nichts. Und dann wollen wir uns hier einfach mal die Deutschlandflagge reinbasteln. So, einfach hier so ein bisschen farblich mal ein bisschen darstellen. Ihr könnt natürlich euch auch andere Flaggen hinbauen, wenn ihr wollt. Ne, macht euch das passend, wie ihr es braucht. Auf der anderen Seite setze ich mir natürlich auch nochmal meine Flagge rein. So, ganz entspannt. Und dann habe ich hier das nächste Wappenlogo. Ne? Also, wie gesagt, flaggenmäßig, tobt euch da aus, macht euch da rein, was ihr wollt. Andernfalls geht es jetzt ja einmal aufs Dach. Und jetzt machen wir hier natürlich jetzt uns wieder eine jede Menge Arbeit fürs Dach, denn ich verbaue mir jetzt hier hauptsächlich viele, viele Stufen. Ihr könnt auch Blöcke nehmen, denn wir machen uns jetzt hier ein schönes Pyramidendach. Und zwar ist es wirklich so pyramidendachmäßig. Und zwar gehen wir hier Stufenreihe für Stufenreihe immer so ein bisschen nach oben. Da fängt man am besten an, dass man sich dann hier erstmal das so einmal hochzieht. Weil ich mir natürlich jetzt hier nicht gemerkt habe, wie hoch ich mir das jetzt ziehen will, mache ich jetzt einfach mal so mit euch, dass ich mir das jetzt hier an den Seiten, einmal mal auf 2 Seiten jetzt hier einfach pyramidenartig jetzt erstmal nach oben ziehe. Und dann schaue ich einfach mal, wo die sich so ein bisschen treffen. So, mein Ergebnis ist 11 Blöcke oder 11 Stufenreihen gehen wir jetzt hier nach oben. Können wir mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Genau. 11 Reihen geht ihr hier nach oben und ihr müsst daraus eigentlich hauptsächlich nur eine Stufenreihe ziehen. Aber
weil wir ja immer Stufenreihe für Stufenreihe hochgehen, erhalten wir zwischendurch auch immer, sag ich mal, eine Blockebene. Das heißt, du kannst auch gerne einen Block immer dazwischen einmal ziehen, wenn du nicht durchgehend halt Stufen dir setzen willst. Weil manchmal spinnen ja Stufen rum, wenn man sich die immer zu, sag ich mal, in eine Richtung zieht. Manchmal, ja, ihr kennt das, glaube ich, ne? Wenn ihr Stufen so lang zieht in eine Reihe, manchmal springen die immer auch mal, sag ich mal, eine weite Stufenebene nach unten. Ne? So wie jetzt hier, zack. Da könnt ihr dann theoretisch dann auch eine Blockreihe nehmen, ne? Und ihr könnt mir glauben, das sind jetzt wieder jede Menge Blöcke, die wir jetzt hier verbauen werden um das Dach. Von daher werde ich hier definitiv wieder einen Schnitt machen, weil mir das dann sonst wieder zu lange dauern würde. So, eine Seite steht, drei Seiten fehlen noch. Was habe ich ja gesagt? Also 11 Stufen rein, einmal nach oben ziehen und dann könnt ihr den Innenbereich dann erstmal auch halt noch freilassen. Aber zieht euch erstmal den äußeren Bereich und das dauert immer, wie gesagt. Von daher Musik an und dann, ja, viel Spaß beim Dachziehen. Denn ich werde den definitiv bestimmt jetzt auch haben. Nach getaner Arbeit ist bei mir jetzt mein Dach endlich fertig. Jetzt kommen wir natürlich wieder weiter, ne, dazu, jetzt sage ich mal, die restlichen Blöcke noch zu verbauen. Erstmal nehmen wir die Steinstufen. Und zwar, die Steinstufen sind eigentlich dafür gedacht, dass wir jetzt hier natürlich, wir sagen uns natürlich, unser Dach einmal ziehen können. Das heißt, einfach glatt darunter, du kannst jetzt gerne Stufen nehmen oder auch gleich einen Block, weil das ist jetzt eine Ebene, wo ihr auch Blöcke platzieren könnt, ne, was euch besser gefällt. Letzte Reihe von der Decke. Wunderbar, dann ist das erstmal fertig. Bevor ich jetzt das Dach hier mir anfange zu dekorieren, fliege ich jetzt einmal Vorder- und Rückseite durch, und zwar bei unseren Balkons. Dafür nehmen wir natürlich jetzt keine Blöcke, sondern bleiben dann auch wirklich bei den Stufen dabei und setzen hier einfach mal die Reihe hin. Und darum meinte ich auch zum Anfang, ihr könnt ja auch gerne die Farbe ändern. Ne, wenn ihr meint, das passt nicht so ganz zu euren Beton, ne, diese Steinstufen dahinter auch gerne andere Farbe, könnt ihr dann natürlich auch ganz oben dann einfach ändern, wenn ihr wollt. So, eine Seite fehlt natürlich noch, die Vorderseite hier. Da müssen natürlich auch noch auf dem Balkon die Stufen einmal drauf platziert werden. Wenn wir das dann hier soweit fertig haben, fliegen wir wieder einmal aufs Dach, nehmen unsere Tageslichtsensoren, das ist wieder ein bisschen Arbeit. Und zwar lassen wir an den Seiten drei Blöcke, nicht drei Blöcke Platz, sondern zwei Blöcke Platz. Aber dafür setzen wir hier auf eine Dreierbreite hier einfach mal unsere Tageslichtsensoren und machen das hier auf eine Länge von 6 Blöcke insgesamt. So, und Tageslichtsensoren sich jetzt hier als Solaranlagen zu platzieren, ist immer so eine kleine Tüftelei, denn du musst bei jedem Tageslichtsensor das nochmal umschalten, dass es so ein bisschen bläulich wird. Denn wenn es natürlich so gelb ist, sieht es natürlich ein bisschen doof aus. Das wirkt dann nicht so wirklich. So, auf der anderen Seite ziehe ich mir das auch noch mal hinterher, hier einfach mal mit den Sensoren. So, ich erspare mir jetzt einfach mal das Ganze hier nochmal blau zu machen, weil ist ja an sich jetzt nur hier meine Kopie. Das Original steht da drüben. Da habe ich es ja schon komplett einmal so gemacht. Jedenfalls setzen wir uns jetzt hier die Sensoren drauf. Jetzt passt es aber natürlich jetzt nicht das Maß, wenn wir jetzt hier nochmal 6 uns setzen. Und daher mache ich jetzt hier das Ganze mal ein bisschen kürzer auf 5 Blöcke. 2 Blöcke mal dazwischen Platz lassen, das ist ganz klar. So, dann kommen wir wieder 5 mal unsere Sensoren hin, 2 frei. Und dann können wir wieder hier zum Schluss nochmal so eine 6er Reihe hinsetzen und haben hier auch nochmal 2 frei. So, das Ganze natürlich auch eine 3er Fläche hier insgesamt so. Und das ziehen wir uns hier einmal so lang. Wenn wir denn unsere Tageslichtsensoren auf unser Dach platziert haben und natürlich alle blau gemacht haben, ganz klar, ne? Geht es jetzt weiter, dass wir jetzt unsere letzten Blöcke verbauen für unseren äußeren Bereich. Und zwar nehmen wir jetzt noch unser weißes Beton und unsere polierten Treppen, um uns oben noch diese Schornsteine einmal zu basteln. Wir beginnen, wie wir es schon oft jetzt hier getan haben, auf der Seite komplett. Und wir hatten ja, du erinnerst dich ja, das Dach auf eine Höhe von insgesamt 11 Blöcken gemacht. Genau, und was sagen uns 11 Blöcke? Die haben eine Mitte, genau. Unser Gebäude hat ja immer eine Zweiermitte. Jetzt hat unser Dach natürlich eine Einermitte, was ganz passend ist, da wir jetzt einen Schornstein drauf basteln wollen. Und das können wir perfekt auf der Einermitte machen. So, jetzt, wie finden wir denn hier ganz schnell die Einermitte? So, 11 Blöcke, das heißt, wir müssten eigentlich hier unten 1, 2, 3, 4, 5 Stufen haben. Und wenn wir wieder höher gehen, 1, 2, 3, 4, 5 Stufen haben. Na, auf jeder Seite 5 Blöcke. Dann gucken wir Mitte, ganz einfach hier von unserer Flagge aus, können wir gleich hier gucken, haben wir. Jetzt machen wir unseren Schornstein auf eine Höhe von insgesamt 2 Blöcke. Ihr könnt das hier auch gerne gleich dann auf diese Blockebene setzen. Ihr müsst euch jetzt hier das nicht noch tiefer setzen, wenn ihr wollt. Also wenn ihr natürlich das machen wollt, dann könnt ihr das natürlich auch ins Dach einbauen. Aber das müssen wir nicht. Ne? Also ihr könnt das hier ruhig drauf platzieren. So, dann setzen wir hier einfach mal, da müssen wir jetzt hier ein bisschen basteln. Und zwar einfach 2 ungeliehte Treppen einmal hin. Die sollten sich am besten dann auch so hier so einmal anschauen. So, und dann ist der Schornstein fertig. Das war's schon. Auf der Vorder- und Rückseite machen wir insgesamt 3 Stück dahin, aber die sind, sage ich mal, ein bisschen gedreht. Und das ist gar nicht mal so allzu schwierig, da die Position zu finden. Wenn wir hier einmal schon einen haben, wissen wir hier, die Reihe ist, sage ich mal, die Reihe, wo wir unseren Schornstein darauf platzieren. Jetzt gucken wir einmal hier oben, wo fängt denn unser Dach an? Das wäre hier. Das heißt, ich schlage jetzt hier eine Stufe mal nach hinten weg, wieder 2 Höhe und dann setzen wir hier, jetzt könnte man natürlich das so machen, dass wir darüber noch ein paar Blöcke setzen, so, Treppen runter und
fertig. Na, eigentlich ganz einfach, der ist halt, sag ich mal, so zur Seite reingesetzt. Jetzt sucht ihr euch einmal die Mitte raus. Ganz leicht zu finden, hier oben haben wir unsere zweier Mitte. Können wir schon gleich vom Dach gucken. Jetzt gucken wir wieder, wo ist hier unser mittlere Dachebene, die wir hier. Und dann setze ich mir auch hier wieder einmal, zack, meinen Schornstein seitlich einmal rauf. Wenn wir das dann haben, fliegen wir wieder hier zur anderen Seite. Wir gucken von oben, wo beginnt das Dach. Das ist da. Gucken wir kurz zur Seite, wo müssen wir das hier hinsetzen. So, und dann können wir auch hier wieder den nächsten Schornstein einmal reinziehen. Gar nicht mal so schwer, wenn wir uns erstmal einmal gemacht haben. Auf der Seite hier, auch wieder einfach. Können wir nochmal gucken, wo ist hier unsere Mitte. Hier ist die Mitte. Wo haben wir hier oben die Mitte? Können wir auch hier gucken, ganz einfach. Zack, das wäre hier. Und dann setze ich meinen Schornstein auch wieder hier einmal hin. So einfach geht das. So, andere Seite genau das gleiche Spiel. Wir gucken wieder hier, wo haben wir hier unsere Ebene? Die wäre hier. Wo beginnt das Dach? Das wäre da. Und dann setzen wir uns das einmal hin. Ich markiere mir das schon mal alles so ein bisschen einmal vor. So, dann muss ich mir hier einmal hinsetzen. Das passt. Und dann wieder einmal hier. Ja, einen noch zur Seite. Wunderbar. Und dann mache ich hier wieder ein bisschen Massenarbeit und ziehe mir hier alles so einmal vor. Könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr, sage ich mal, euch das erst anguckt, bevor ihr natürlich gleich losbastelt. Dann könntet ihr natürlich auch erstmal euren weißen Beton so hinziehen und dann darunter gleich zack hier die Treppen hinsetzen, weghauen und fertig. Na, das spart euch auch ein bisschen Zeit immer. So, erledigt. Und der letzte Schornstein ist dann damit auch fertig. So, die letzten zwei Sachen habe ich jetzt aus der Kiste geholt, die wir jetzt, sag ich mal, natürlich jetzt noch draußen platzieren wollen. Innen drin kommen wir ja gleich noch dran. Da ist ja noch jede Menge zu tun, aber draußen wollen wir natürlich jetzt unsere Glasscheiben einmal verbauen. Meine Empfehlung, weißes Glas und schwarzes Glas. Kommt natürlich wie immer darauf an, wie hast du dir dein Vereinsgebäude von außen gebaut, aber ich finde, diese Farben passen ganz gut jetzt hier zu dieser Farbe. Jetzt gibt es natürlich immer die Leute, die Glasscheiben nicht bevorzugen. Dann kannst du auch gerne natürlich jetzt auch Glasblöcke nehmen, wenn du möchtest, ne? Falls du sowas lieber magst. So, meine weißen Glasscheiben verbaue ich jetzt eigentlich hauptsächlich nur für die Balkons. So, dafür habe ich mir eigentlich rausgeholt, weil die sich dann auch ein bisschen abheben. Hier schwarze Glasscheiben wären ein bisschen zu doll auf schwarzem Beton. Das geht einfach zu doll unter. Und daher nehme ich mir hier dann einfach das weiße Glas. Das schwarze Glas ist dann eigentlich hauptsächlich dafür gedacht, dass wir das uns natürlich jetzt hier einmal in die Zwischenwände reinhauen können. Jetzt habe ich mir natürlich das alles so vormarkiert mit meinem blauen Beton. Du kannst da gerne andere Blöcke dir platzieren, irgendwas Dunkles, irgendwelche Steinblöcke, sag ich mal, unter den Glasscheiben, damit sich das Ganze noch ein bisschen abhebt. Also bitte nicht blauen Beton untersetzen, weil das sieht doof aus. Ich habe es nur halt als Vormarkierung bei mir. Naja, jedenfalls heißt es jetzt wieder für euch jede Menge Arbeit, da wir natürlich jetzt hier unsere ganzen freien Fenster befüllen müssen mit unseren Glasscheiben. Tja, das ist wieder so viel richtig viel Arbeit hier. Weil ich dieses Gebäude sowieso gleich wieder wegreißen werde, erspare ich mir mal die Arbeit jetzt hier über meine Glasscheiben einzusetzen. Ne? Ich mache es jetzt einfach mal an Punkten, wo wir jetzt definitiv jetzt noch ein bisschen was machen werden. Und zwar an den Seiten werde ich mir die jetzt ja einfach mal mit euch befüllen. Ne, wie gesagt, da muss ich nicht viel sagen. Also wo es halt frei ist, da sitzt dann natürlich eure Scheibe rein. Ne, ganz klar. So, ich mache mal einfach mal nur eine Seite und eine Vorderseite hier, weil hier wollte ich mit euch ja auch noch die Tür einmal ein bisschen reinbasteln. Da macht sich das Ganze doch ein bisschen schöner, wenn hier natürlich die Scheiben einmal drin sind. Na gut, so, bei mir sind die jetzt drin. Jetzt gucken wir uns natürlich noch einmal das Gebäude kurz an, wie es natürlich aussieht, wenn ihr euch überall eure Glasscheiben einmal reingebastelt habt. Das sieht dann natürlich wie folgt erstmal aus. Also das ist halt nicht toll. Und ihr seht, ich habe da unter mir auch Steinblöcke platziert. Jetzt sind das hier ganz normale... sind hier Steinziegelblöcke an sich, aber es gibt ja natürlich noch andere Steinziegelblockarten von der Farbe her. Ich hätte auch vielleicht ein bisschen was Dunkleres nehmen können, um das noch hervorzuheben, aber irgendwie habe ich mir doch gesagt, nee, das soll doch ein bisschen dezenter bleiben, denn vielleicht mache ich mir ja draußen noch ein paar Wege hin, muss ich ja noch schauen, wie ich mir das machen will. Na gut, jedenfalls, wenn ihr dann eure ganzen Glassachen erstmal verbaut habt, fliege ich natürlich jetzt einmal ins Gebäude rein und werde, bevor ich jetzt hier an die Kiste gehe, mir das Ganze doch noch mal ein bisschen ausleuchten. Da gibt es ja immer diese schönen Creative-Hilfen. Zum Beispiel hier unsere Lichtblöcke, die wir hier haben. Zack. Sollte man schon nutzen können, ne, wenn man halt Creative spielt. In Überleben ist es natürlich nicht möglich. Da müsst ihr natürlich alles denn... Ups, jetzt habe ich schon in die Kiste geguckt. Jetzt wisst ihr schon, was wir da kriegen. Nee, da müssen wir natürlich jetzt hier alles sonst mit Fackeln ausbauen, weil es in Überleben sein sollte. Ne? Aber das sind wir nicht. Von daher so aktivieren wir hier einfach mal unseren Strom. Kiste ist auch hier wieder leer. Für innen drin brauchen wir gar nicht mal allzu viel. Man sieht es ganz gut. Wir holen uns jetzt einfach mal ein paar Quarzstufen raus. Grauer Beton, hellgrau wie weißer Beton. Also der weiße Beton beteiligt uns immer noch. Innen drin habe ich jetzt einfach mal mir auch noch mal hier schwarze Glasscheiben rausgeholt, weil wir die innen drin sowieso noch brauchen.
Tiefer, schiefer Ziegelblöcke bitte einmal rausholen. Davon dann auch nochmal die Mauer. Eine Eisenseite holen wir uns raus und poliert die Andesit-Treppen. Ich finde die ganz passend hier für die Farbe, aber ihr könnt auch nehmen, was ihr wollt. So, erste Aufgabe für alle, die es noch nicht gemacht haben. Den Boden einmal austauschen. Wenn ihr euch jetzt so ein bisschen die Farbkombination gehalten habt, wie ich das habe, könnt ihr gerne jetzt hellgrauen Beton nehmen, um euch jetzt hier den Boden reinzuziehen. Ich weiß, das dauert jetzt immer ein bisschen, ne, von der Zeit her, sich erstmal den Boden rauszusetzen, hier diesen grauen Beton reinzuziehen. Von daher kurz Video anhalten und dann geht's weiter, wenn ihr euch den Boden natürlich befüllt habt. Ich gehe jetzt mal von aus, ihr habt den Boden jetzt fertig. Das heißt, jetzt fangen wir an, zuallererst natürlich hier einmal unsere Decke reinzuziehen. Jetzt haben wir natürlich hier noch Durchgänge, die sind mir ein bisschen zu hoch. Ich würde mal sagen, die machen wir mal ein bisschen niedriger. Ihr könnt sie, sage ich mal, dass es hier auf eine 4er Höhe ist oder ihr macht das Ganze auf eine 3er Höhe. Da könnte man sogar noch hier drunter euch noch Quarzstufen einmal platzieren. Also die Art, wie ihr euch hier die Durchgänge macht, ist ganz euch überlassen. Ihr könnt sie auch auf eine 4er Höhe machen und darunter auch noch eine Stufenreihe hinsetzen. Ne? Die Art, wie ihr euch hier die Durchgänge macht, verschiedene Arten, viele Möglichkeiten. So, ich setze mir jedenfalls überall hier nochmal eine weitere Drehreihe einfach mal hin. Wie wir uns natürlich die Räumlichkeiten noch einrichten werden, da müssen wir ja selber noch schauen. Da könnt ihr immer auch gerne Vorschläge unterschreiben, wenn ihr meint, hey, in unser Vereinsgebäude muss das und das definitiv rein, dann schreibt es rein als Vorschlag und dann gucken wir mal, was wir denn umsetzen werden in der nächsten Folge. Jetzt bin ich immer noch so am Überlegen jetzt hier bei diesen mit, also jetzt sage ich mal hier vorne in der Halle, ne, sage ich mal, das wird später hier eine Halle mehr werden. Ob ich jetzt, sage ich mal, hier unter den Trägern noch Stufen untersetze, aber ich glaube, das wäre doch ein bisschen zu niedrig. Da verzichte ich mal. Höchstens so bei diesen Räumlichkeiten, dass wir da uns Stufen untersetzen. Na gut. Jedenfalls wollen wir natürlich auch noch eine einheitliche Decke machen. Die setze ich mir natürlich auf meiner fünften Ebene hin. Wie gesagt, innen drin, da wollen wir das Ganze ja ein bisschen höher machen von der Deckenebene. Von daher ruhig auf der fünften Blockreihe kannst du hier die Stufenreihe langziehen. Letzte Reihe hier wieder von meiner Decke und dann habe ich das hier oben wieder einmal zugefüllt. Jetzt wird dir natürlich gleich auffallen, wir hatten ja, sag ich mal, hier bei Mekong ja, sag ich mal, sowas gemacht, so ein paar größere Fenster, dass wir natürlich hier raufgehen können. Die haben natürlich hier diesen kleinen Tritt. Das ist natürlich dafür da, dass wir jetzt hier uns natürlich die nächste Bodenebene platzieren können. So, ich werde das einheitlich jetzt mal halten. Das heißt, ich werde mir jetzt hier oben auch wieder einmal meinen grauen Beton einmal nehmen und mir hier komplett einmal die Fläche wieder zuziehen. Das ist wieder natürlich jede Menge Arbeit, ne? Sich, sage ich mal, diese Fläche natürlich wieder mit dem Boden zuzufüllen. Von daher, ne, ich stelle mich hier wieder kurz hin. Ich lasse das mal wieder hier ganz schnell wieder von einer, also von einer automatisch, sage ich mal, hier zulaufen. Von daher, kleiner Schnitt und dann ist hier bei mir die Bodenebene wieder einmal drin. So, bei mir ist der Boden jetzt einmal drin. Und da würde ja auffallen, wir haben ja an den Seiten ja unsere Flagge einmal dargestellt. Wenn dir das stören sollte, später für die Inneneinrichtung, ne, dass du dir das, sag ich mal, hier noch das Logo siehst, wir haben an den Seiten genug Platz, dass du theoretisch dir ja auch noch eine Tapete basteln könntest, um das Ganze dann auch zu verkleiden. Muss man aber schauen, wie man sich das innen drin gestalten will. Also wie gesagt, du kannst auch ein bisschen mehr Platz lassen, um hier den Hohlraum noch zu machen in der Wand, falls du dir noch irgendwas reinbauen willst. Also darauf habe ich schon so ein bisschen geachtet, dass wir oben uns natürlich noch so ein bisschen austoben können von den Wänden her. So, jetzt wollen wir natürlich uns das Ganze so machen, dass wir auch natürlich von unteren Stockwerk ins obere kommen. Wie machen wir denn das? So, da gehen wir jetzt einmal hier unten einmal rein. Aber bevor wir natürlich damit anfangen, machen wir erstmal noch eins fertig. Und zwar kommen wir jetzt zu unseren Türen, die wir uns hier machen wollen. Und zwar habe ich mir gedacht, dass ich mir hier später sowieso Schiebetüren reinbasteln will. Habe ich jetzt noch nichts vorbereitet. Das kommt dann erst bei unserer Tour denn hier durch unser Vereinsgebäude. Da muss ich noch schauen, ob ich dann wirklich so eine Tour mache oder ob das denn so ein Let's Play ist, wie wir, sage ich mal, das einrichten. Muss ich mal schauen. So, jedenfalls ganz einfach zu bauen. Ich setze mir jetzt einfach tiefer, schiefer Ziegelblöcke. Einmal hier unter, einmal hin, so 4 Stück. An den Seiten dann einfach mal hier machen wir mal dreimal hier unsere Mauern hin. Dann nehmen wir natürlich unsere Glasscheiben, die wir hier einmal zwischensetzen. Und ich finde das immer ganz toll, wie Mauern mit Glasscheiben interagieren. Und zwar, wenn wir natürlich hier uns so eine Schiebetür machen und das Glas natürlich weggeht, geht dadurch auch die Mauer natürlich wieder ein bisschen kleiner. Ne? Also sagen wir, das ist dann wirklich wie so eine Schiebetür. Da könnte man echt denken, die Mauer fährt das Glas aus und wenn das halt wieder weg ist, das Glas, dass das dann halt eingezogen wurde. Ne? Das finde ich ganz cool. So, ganz oben drauf können wir es natürlich nicht so lassen. Ne? Man sieht ja, es ist hier Lücken drin, das sieht ja doof aus. Daher nehmen wir jetzt hier einfach Eisenpfeiltüren und setzen die hier oben drauf. Und das sind die Türen, die wir überall bauen. Das heißt, die Türen sind ja innen drin einmal nach innen gesetzt. Ist ja ganz logisch, da wir natürlich jetzt, sage ich mal, bei den Türen auch hier immer unsere Stufen drunter hatten. Das heißt, unter dieser Stufe kannst du natürlich jetzt keine Glasscheibe setzen, die sich damit verbindet. Also müssen wir es natürlich auf der Innenseite machen. Das heißt, hier setzen wir einfach mal dreimal die Mauern hin. Natürlich unsere Blockreihen natürlich einmal darunter.
Eisenfalltüren setzen wir oben drauf und die Eisenfalltüren sind halt so flach, dass wir die von draußen halt wirklich kaum bemerken, dass wir die, sag ich mal, auf der Glasebene hier platziert haben. Ja, danach dann nur noch die Glasscheiben hin und fertig habt ihr eure Türen. Wie man sich denn so eine Schiebetür bastelt, wie sie natürlich fertig aussieht, zeige ich dir bei der Tour, aber wenn du sie dir jetzt schon gerne bauen willst, verlinke ich dir im Video, da ist kurz erklärt, wie das funktioniert mit diesen Schiebetüren. So, weiter geht es jetzt natürlich damit, dass wir in das nächste Stockwerk kommen. Dafür habe ich mir gedacht, ein Fahrstuhl wäre ja unnötig für nur eine Etage. Da nehmen wir natürlich Treppen. So, für die Treppen nehmen wir natürlich polierte Anisit-Treppen. Wir fangen jetzt hier in der Mitte einmal an. Ihr lasst einfach, hier, wenn wir hier so gucken, so um die vier Blöcke Platz. Oder beim vierten Block setzen wir einfach mal hier drei Mauern hin. So, die können wir dann hier einfach mal komplett bis nach oben ziehen. Wenn euch irgendwas im Weg ist, haut es einfach weg. Das heißt, wenn die Decke kommt... Na, warte, gleich kommt hier die Decke so, zack. Dann hauen wir die hier einfach weg, um nach oben uns zu bauen. Na, oh, jetzt haben wir natürlich schon die Decke reingezogen. Gut, müssen wir die Decke halt auch nochmal weghauen. Das ist ja nicht so wild. So, das hauen wir hier alles schön weg. Wunderbar. So, dann wollen wir natürlich hier auch einmal nach oben kommen. So, hier wird ein bisschen weggehauen. Das stört nicht. Das können wir ruhig machen. Und dann ziehen wir hier uns hier schön die Treppe einmal nach oben lang, bis wir hier sind. So, jetzt gehen wir einmal unter unsere Treppe, denn die wollen wir natürlich noch ein bisschen anpassen. So, ich setze mir da unter halt immer wieder eine unsere Treppe und an der Seite davon lasse ich die einmal so anecken. Das machen wir aber auch nur mit dem unteren Bereich. Der Oberbereich, der hat das nicht. So, immer hier an der Seite einmal anecken lassen. So, ganz hier oben auch nochmal. Jetzt hier ganz oben könnte man eigentlich überlegen, ob man dann auf das auf beiden Seiten macht. Aber dann müssten wir es theoretisch unten überall auch machen. Von daher, nee, lassen wir mal so. So, an der Seite auch nochmal. Das heißt auch hier wieder ab dem vierten Block. Zack, Treppenreihe hin. Die Treppe, die reicht ja, wenn wir die auf drei Blöcke an sich setzen. Zwei wäre ein bisschen zu schmal, vier zu breit, drei optimales, also optimales Maß. So, dann hauen wir das hier oben auch wieder weg. Alles, was stört, einmal weghauen bitte. Zack, 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 zack. Da könnt ihr ruhig einmal hier alles kaputt down hier oben. So, und weg damit. Wir wollen hier natürlich hier einmal nach oben ankommen. Treppe einmal hinsetzen. So, dann gehen wir wieder einmal unter unsere Treppe und passen hier das Ganze wieder einmal an. Jetzt bitte nicht wieder irritieren lassen, warum ich jetzt hier im Boden nochmal polierte Treppen hier nochmal in den Boden gesetzt habe. Das sollte eigentlich nur hier meine Markierung sein. Also da könnt ihr ruhig halt komplett den grauen Beton haben. Ne? Nicht, dass ihr euch da jetzt ein bisschen verwirren lässt. So, darunter dann hier einfach mal schön unsere Treppen hin. Hier und die Reihe natürlich auch nochmal. Wunderbar. Jetzt hatte ich das auf der anderen Seite ganz vergessen hier. Ne? Ja, hier müssen wir auch nochmal. So, das runtersetzen. Okay, wenn das soweit ist, heißt es noch ein bisschen was weghauen. Und zwar, was wollen wir denn hier noch weghauen? Wir gucken mal bei den Treppen. Und zwar sollte das Ganze hier, eine Blockreihe sogar noch über unseren Treppen hier einmal so sein. Oh, hier auf der Seite weghauen. An der Seite haue ich auch noch mal ein bisschen was weg. So, eine Reihe über unseren Treppen. So, eine Reihe über den Treppen. Das wäre denn hier. Und dann könnt ihr das hier einfach mal durchhauen, bis hier... Die Wand kommt. Wann kommt hier die Wand? Ah, Wand schon getroffen. So. Also dann hauen wir das jetzt hier einfach mal ein bisschen frei. Denn ich habe mir gedacht, hier können wir ruhig, sage ich mal, so ein kleines offenen Bereich haben, dass man auch nach unten gucken kann von der oberen Etage. Dann nehmen wir jetzt unseren hellgrauen Beton. Oder unseren grauen Beton eher gesagt. Und dann machen wir hier so ein kleines Geländer hin, dass natürlich auch keiner hier runterfällt. Das heißt, hier grenzen wir das Ganze noch einmal ab. So ein bisschen farblich auch. Oh, hier einmal ringsrum. Grauer Beton einmal hinsetzen. Und was setzen wir natürlich auf den grauen Beton? Natürlich Zaun oder sowas wäre zu doof. Daher nehme ich mir hier einfach meine Glasscheiben. Das reicht ja schon völlig aus. Man könnte das auch noch so ein bisschen verstärken, indem ihr in die Ecken natürlich hier noch ein paar Blöcke hinsetzt, statt nur halt Glasscheiben. Ja, das könnt ihr ruhig hier machen. So. Und dann setzt ihr einfach nur noch die Glasscheiben dazwischen. Tja, und fertig haben wir das hier abgegrenzt. So, auf der anderen Seite müsste man das natürlich dann auch nochmal machen. Das heißt auch hier wieder die Decke einmal ein bisschen einhauen. Und natürlich schauen, wann kommt hier die Wand. Hier ist die Wand. Der Rest wieder frei und hier einfach mal. Und wenn wir das freigehauen haben, nehmen wir wieder hier unsere grauen Beton. Jetzt hatte ich hier, glaube ich, jetzt hatte ich hier schon wieder ein bisschen zu viel weggehauen. Ja, das wollen wir natürlich auch nicht. So, also schon so auf der Treppenhöhe sollte das Ganze passen. Ringsrum dann hier einfach mal unseren grauen Beton als Begrenzung. Und da kann man sich natürlich austoben, wie man möchte. Man könnte natürlich auch noch ein bisschen größer machen den Bereich, ne? Oder kleiner machen den Bereich. Ne? Tobt euch da aus. So, da gebe ich euch nicht wirklich viel vor. Da kann man halt sich so, ja, entscheiden, wie man es halt haben möchte. Ne? So, meine Glasscheiben setze ich hier noch einmal ringsrum und dann wäre hiermit das Ganze innen drin erstmal fertig.
Für meine obere Decke und so habe ich mir erstmal noch nichts entschieden, weil ich ja noch sehen möchte, wie möchte ich mir das einrichten. Wenn ich das jetzt schon anfangen würde, mir hier die Decke zu machen und auf einmal habe ich noch eine Blitzidee, was ich mir reinbauen will, müsste ich die Decke wieder wegreißen. Von daher gebe ich jetzt noch erstmal nichts vor von der Decke her, das klären wir alles im kommenden Video. Dann ist jetzt hier dieser Bau einmal abgeschlossen. Jetzt habt ihr hier unser Vereinsgebäude. Ja, theoretisch könnt ihr es jetzt 1:1 halt nachbauen. Jetzt können wir hier nochmal reingehen. Also die Türen, die werden noch nachgereicht. Also ganz ehrlich, die mache ich mir noch überall. Zeige ich euch da auch nochmal, wie das denn geht. So, aber jetzt können wir hier innen noch gucken. Ist natürlich alles ziemlich leer. Sieht natürlich alles doof aus, wenn es leer ist. Das müssen wir natürlich auch noch alles einrichten. So, jetzt kommt ihr natürlich wieder ran. Was wollen wir hier reinbauen? Was muss in so ein Vereinsgebäude rein? Könnt ihr gerne ja, ein paar Vorschläge in die Kommentare schreiben. Was mir gefällt, das nehme ich natürlich rein. Jetzt können wir nochmal gucken, hier bei den Türen, wo ich das hier habe. Guck mal, hier unten habe ich jetzt gar keine Stufen gemacht. Ne? Also das könnte ich theoretisch jetzt hier nachbauen, ne, wie ich euch das vorgegeben habe. Aber da muss ich selber noch schauen, wie mir das gefällt. Ne? Da muss ich mal sehen, was ich hier reinbauen will. Vielleicht mache ich auch die Durchgänge noch ein bisschen kleiner. Ne? Kommt ja drauf an, was da drin ist. Ach, guck mal, seht mal. Jetzt habe ich hier noch bei den Treppen noch so ein kleines Geländer gemacht mit Falltüren. Ja, manche Sachen, die übersehe ich auch manchmal, die ich gebaut habe. Na, also da kann man auch noch hier mit Falltüren sich das Ganze noch ein bisschen abgrenzen, ne? Wenn man möchte. So, aber ansonsten sind wir hier erstmal für heute fertig. Das Gebäude steht. Innen drin ist ja auch eigentlich alles erstmal soweit tüffig. Ihr müsst natürlich euch nur noch die Glasscheiben und sowas nachziehen. Ihr könnt natürlich auch Blöcke nehmen, wenn ihr wollt. Und dann was ist hier wieder Freude. Jetzt sind wir wieder am Ende des Videos angelangt. Unser Vereinsgebäude steht. Innen drin ist es natürlich noch ein bisschen leer. Da hoffe ich wie immer auf eure Mithilfe. Schreibt gerne Vorschläge, was wir da reinbauen wollen. Einfach unten in die Kommentare rein. Und wie gesagt, in der nächsten Folge, wenn wir es einrichten, dann haue ich die besten Kommentare mit ins Video rein. Sonst vergiss nicht, in die Infobox noch reinzuschauen. Da sind noch tolle Videos. Vielleicht entdeckst du noch was, was du dir anschauen willst. Denn natürlich nicht vergessen, den Kanal abonnieren, bleibst immer auf dem laufenden Stand und verpasst nichts mehr. Und dann war es das wieder für heute. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen, wünsche dir noch einen schönen Tag, bleib gesund, haut's rein und ciao.